Professor Dr. Peter Vaikozzi ist hier. Peter, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Wie geht's dir? Ein bisschen angespannt, was noch so kommt die nächsten Minuten, aber sonst geht's mir gut. Vielen Dank. Sag mal, viele wissen ja nicht, wenn man Professor und Doktor ist, welcher Titel wird nur genannt? Es müssen ja nicht beide genannt werden, ne? Du meinst, was im Ausweis steht oder was genannt wird? Was genannt wird. Doktor. Ja, ich habe gehört immer, das, was höher ist. Ist Professor nicht höher als Doktor? Nee, Professor ist so eine Leihgabe. Echt? Ja, wenn man dann wieder woanders hingeht, verliert man den Titel wieder oder wenn man failt. Wie abgefahren. Ja, aber den Doktor kann man einem meistens nicht nehmen. Weißt du, was man einem auch nicht nehmen kann? Wenn man bei Ruckzuck 100.000 Mark gewonnen hat. Du gehörst zu den ganz wenigen Leuten, denen das gelungen ist. Ja. Und dein Pech vielleicht ist, dass diese Folge bei YouTube hochgeladen wurde. Ja. Du warst jung. Du warst so jung. Du willst sagen, ich sehe ähnlich jung heute aus. Ja, du bist nicht doll gealtert. Was habt ihr mit dem Geld damals gemacht? Wir waren zu fünft. Ja, ja. 100.000 durch 5, 20. Ich habe mein Studium und meine Auslandsreisen damit finanziert. Sehr schön. Mein verrückter Freund hat sich ein Motorrad gekauft und hat alles verjubelt. War schon damals ein bisschen durchgemischt. Aber war das noch präsent? Also ist es in der heutigen Zeit noch wichtig, dass das mal passiert? Ist das eine nette Geschichte oder ist das schon völlig bei dir runter von der Karte? Nee, ist mega präsent. Erstens haben wir uns strategisch darauf vorbereitet, wenn man sich es genau anschaut, die letzte Sendung. haben viel geübt. Es waren Teamerlebnis. Wir sind noch nach wie vor die besten Kumpels. Sehr schön. Wir wollten neulich Jubiläum feiern, aber einer hat es irgendwie nicht geschafft, dazu zu kommen. Werner Schulze-Erdl. Wäre gut gewesen. Und ich habe neulich jemanden getroffen, der damals den Preis übergeben hat, nach vielen, vielen Jahren. Oh. Im Flugzeug kennengelernt und dann gemeinsame Roots gefunden, die haben bei Ruckzuck geendet. Heute bist du einer, ich möchte was sagen, der bekanntesten Ärzte Deutschlands. Bin ich das? Fühlt sich aber nicht so an. Wirklich? Fühlt sich nicht für dich an? Nö. Hast du mal deinen Namen ge-YouTubed? Das vermeide ich. Da taucht viel auf. Ja. Also du wirst ja öfter vom Fernsehen begleitet. Okay. Ist aber auch sehr, sehr spannend, was du machst. Das liegt aber eher daran, an dem Ort, wo ich arbeite, an der Charité. Man ist dann so ein bisschen sichtbarer. Für wahr. Das, was du machst, die Neurochirurgie, ist ja ein extrem spannender Bereich. Und ich glaube auch einer, bei dem man nicht sagen kann, auch heute gehe ich mal eher mit so einer Larifari-Haltung ran. Weil das sind ja wirklich immer extrem schwierige OPs. Du hast das auch öfter schon erklärt. Man muss hochkonzentriert sein und das ist vermutlich noch eine Untertreibung. Das ist richtig. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber ich glaube, man kann sich irgendwie einen schlechten Tag weniger leisten als woanders. Und darauf sind wir auch so ein bisschen trainiert. Was war der beste Tag deiner Karriere? Als ich meine Frau geheiratet habe? Nee. Aber hoffentlich nicht im Krankenhaus. Doch, sie ist Ärztin. Ich habe sie im Krankenhaus kennengelernt. Immerhin. Ah, sehr schön. Mein bester Tag war, als ich in Berlin anfangen durfte wahrscheinlich. War der gut? Ja, ich war ja noch sehr jung. Das war ja kurz nach Ruckzuck. Du warst sehr, sehr, sehr jung. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Da wird es ja viele Vorurteile gegeben haben, trotz allem. Und dann halt eine Klinik so groß wie die Charité. Da gibt es ja sicherlich auch unterschiedliche Standpunkte zu bestimmten Sachverhalten. Und du hast sicherlich auch deine Meinung gehabt. Es waren noch drei Kliniken, die die Wende und die Zeit vor der Wende unterschiedlich erlebt haben und wo die Menschen unterschiedlich groß geworden sind und die man dann zu einem Haufen zusammenbringen musste. Aber ich habe auch verstanden, dass es mit 38 eher ein Vorschusslorbeer ist, das machen zu dürfen mit einer gewissen Erwartungshaltung und nicht das Ende einer Reise. Glücklicherweise. Glücklicherweise. Wie viele Stunden arbeitest du an einem normalen Tag? Ich fange um 6.30 Uhr an und gehe um 8 Uhr nach Hause. Wie viele Pausen hast du an einem normalen Tag? Wie lange Pausen? Schaffst du mal 30 Minuten Pause? Nein. 10? Ja. Du rauchst aber nicht. Ich rauche nicht. Sehr gut. Achtest du auf deine Gesundheit? Aber ich esse eine Brezel. Eine ganze? Ja. ich achte auf meine Gesundheit, klar. Sportlich. Schau, was ich esse. Doch. Und wenn man jetzt den ganzen Tag mit Ärzten so rumhängt, guckt man da genauer aufeinander, wenn so Symptome kommen, dass du sagst, ah du, mir ist da was aufgefallen bei dir, behalt mal das und das im Auge oder ist das dann so, sind Kollegen, da gucke ich nicht hin? Ich glaube, das ist ein Vorteil, dass man einen Zahnärzten hat, dass die mir genau hingucken, aber die normalen Ärzte, nö. Ich glaube, Ärzte haben das Problem, dass sie eher die eigene Krankheit oder eigene Probleme so ein bisschen negieren.
Aber wir gucken nicht hinein. Ich meine, ich kann auch den Leuten nicht ins Gehirn schauen. Insofern. Vielleicht ganz gut. Wenn ich Psychiater wäre, wäre es vielleicht anders, aber ich bin eher praktisch veranlagt. Was hat dich überhaupt bewegt, in diesen Bereich zu gehen? Gab es irgendeinen entscheidenden Moment oder war das schon immer Interesse? Jetzt willst du hören, dass ich schon immer werden wollte? Nee, jetzt will ich hören, dass dein Vater gesagt hat, weißt du, was du wirst? Arzt. Nee, also mein Vater war Arzt und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen, habe ich mich auch relativ rasch für diesen Bereich interessiert. Aber ich wollte tatsächlich, ich wusste nicht, was ich werden wollte. Ich hatte die Möglichkeit, Knochen zusammenzuflicken, Organe zu transplantieren oder Neurochirurgie zu machen. Und eine Woche, bevor es losgehen sollte, konnte ich mich nicht entscheiden. Habe angefangen zu somatisieren, also mir ist schlecht geworden, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Okay. Und dann habe ich mich nur dafür für die Neurochirurgie entschieden, weil mein potenzieller Chef eine Art Vaterersatz war. Ach krass. Und nur weil ich da so eine gewisse Verbindung gespürt habe, habe ich gesagt, dann mache ich das Fach. Kannst du dich noch an deine erste OP erinnern? Ja. Was war das für eine? Der Blinddarm der Neurochirurgie ist, wenn Menschen eine... Ältere Menschen, die ihre Blutverdünnung in hoher Konzentration genommen haben und sich den Kopf angeschlagen haben, kriegen die häufig eine Blutung zwischen dem Gehirn und der Knochen und dem Knochen. Und das entlässt man dann, lässt man dann ab über so ein kleines Bohrloch. Das ist so der Blinddarm. Er hat sogar meinen Vatersatz mit mir zusammen gemacht. Und er hat mich nur beschimpft. Er kann es nicht, er lernt es nicht. Schneid da rein, mach endlich. Ich hatte halt Schiss. Also war es gut, dass er das gemacht hat. Das war gut. Jetzt weiß ich, wie man mit seinen Leuten umgehen kann. Würdest du dich selber als angenehmen Chef bezeichnen? Ich würde mich als schwierigen Chef bezeichnen. Warum? Ich würde mich als schwierigen Menschen bezeichnen. Ob ich ein guter Chef bin, weiß ich nicht. Du bist ein schwieriger Mensch? Ja, weil ich habe gewisse Werte. Und gerade als Chef oder gerade in meinem Fach, wo du sagst, man kann nur wenig Fehler akzeptieren, also die Fehlertoleranz ist gering, habe ich so ein paar Werte und die sind relativ traditionell. Und ich denke, dass jeder, der dieses Fach bei mir lernt und der vielleicht potenziell mal in meine Fußstapfen steigt, das auch können muss. Und da bin ich dann auch ziemlich triezig. Und dazu kommt, dass ich manchmal Erwartungen habe, die vielleicht ein bisschen hoch sind oder vielleicht auch mal schlecht gelaunt bin. Und das ist alles in einer Summe. Aber ich habe immer Glück gehabt, dass das... Ich werde nie persönlich. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut. Aber alles andere klang... Ich meine, ich kann das nachvollziehen, aber es ist ja trotzdem... Du bist ja auch Mensch. Ja. Ich dachte, es wird besser, wenn man älter wird, aber es wird nicht besser. Ich finde, man wird überhaupt nicht aufgeklärt, wie es ist, wenn man älter wird. Nein, man denkt, wenn man älter wird, ist es irgendwie abgebrühter und cooler und es ist leichter. Aber wenn man falsch veranlagt ist, dann wird es mit dem Alter schlimmer. Ich habe den Eindruck auch, dass Menschen Ärzte sehr hochheben. Und damit meine ich nur, wenn der darf keinen Fehler machen. Ich darf jederzeit einen Fehler machen, aber der da oben darf keinen Fehler machen. Wie gehst du damit um? Das ist eine Erwartungshaltung, die schwierig ist, aber das kann man im Aufklärungsgespräch noch einigermaßen hindeichseln. Aber das stimmt, wenn man in so einer, wenn man jahrelang hinter sich, wenn man diesen Job jahrelang gemacht hat, dann kommen Menschen mit einer gewissen Erwartungshaltung, die nicht kleiner wird. Aber ich glaube, das Schlimmste ist die Erwartungshaltung an einen selber. Wenn man die falschen Treiber hat, also die einen innerlich antreiben, und das kann dann irgendwie Perfektionismus oder sowas sein, dann hat man vielleicht gestern die 2,21 Meter gesprungen, aber morgen schon will man die 2,24 Meter springen. Und wenn man es nicht schafft, ist man schlecht gelaunt. Gibt es so eine Tage viel? Die gibt es, ja. Den kann man nur mit Demut begegnen. Ihr habt in der Charité ganz oft Sonderfälle, die von anderen Bundesländern auch teilweise abgelehnt werden. Du bist einer der Spezialisten, der dann immer mal ganz gerne als Erster in Verdacht gerät, dass du das ja machen könntest. Also Patienten kommen auch auf euch zu. Ist das Lob oder ist das auch Bürde? Also erstmal ist es großes Lob, ja. Aber es ist natürlich auch eine Grauzone, in der man sich bewegt. Denn auf der einen Seite ist die Hybris, dass man die ganzen Dinge machen möchte, die vielleicht andere nicht machen kann. Aber man sollte natürlich nicht Dinge machen, die tatsächlich nicht gehen. Auf der anderen Seite sind wir in der Situation, dass wir als Team diese komplexen Fälle häufig gesehen haben, Erfahrung sammeln konnten und es dann vielleicht möglich ist, auch mit dem technischen Aufwand und auch mit den ganzen Ressourcen, die wir vor Ort haben, und da meine ich in erster Linie die viele intelligente, begabte Menschen, mit denen Probleme zu lösen, die vielleicht woanders nicht mehr angegangen worden sind. Aber es ist eine schwierige Situation. Du bist für das Krankheitsbild Moja Moja einer der Fachleute in Deutschland. Es ist ein Moja Moja. Moja Moja ist ein Bild, was ich oft gesehen habe, das stimmt. Was ist das, für die das jetzt zum ersten Mal gehört haben? Was die meisten kennen, ist, wenn man einen Schlaganfall bekommt und älter ist und aufgrund von Verkalkung oder Verfettung in die Gefäße zu gehen.
Das ist eine Form, wo bereits Kinder Schlaganfälle bekommen können, weil die Gefäße, also die Blutgefäße, aus einem für uns unbekannten Grund auch eng werden. Und dieses Krankheitsbild kommt vor allem in Asien vor, 10-mal häufiger als in Europa. Und in Europa kannte man es deswegen lange Zeit nicht. Jetzt kennt man es immer besser und jetzt entdeckt man es häufiger auch. Jetzt denkt man dran. Auf jeden Fall kriegen Kinder Schlaganfälle, das ist das Problem. Das ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Was tut man dann? Was ist die Lösung? Die Lösung ist, dass man erstmal sieht, ob das Kind überhaupt Symptome davon hat. Denn das Gehirn kann bis zu einem gewissen Grad das Ganze kompensieren. Die machen ihre eigenen Umgehungskreisläufe. Wenn ein Gefäß zugeht, dann wird ein anderes gebildet. Und daher kommt auch der Name. Weil wenn man sich die Gefäße anschaut in den Untersuchungen, dann sehen diese neuen Gefäße häufig auch wie Rauchschwaden. Und Rauchschwade heißt auf Japanisch Moyamoya. Und wenn diese Kompensationsmechanismen ähnlich wie bei so einem Hase-Igel-Spiel nicht reichen, dann macht man eine Bypass-Operation, ähnlich wie am Herzen. Aber das Problem ist, alles beim Herz ist ja etwas größer. Im Gehirn, du arbeitest ja im Bereich unter einem Millimeter. Das stimmt. Die Gefäße sind teilweise 0,7 Millimeter groß. Machst du schon immer gerne nähen oder woher kommt es, dass du da so gut bist? Ich machte schon immer Fiddeln, also Feinarbeiten. Ja. Krass. Und da gehst du dann, du gehst ins Gehirn rein? Das sind die Gehirne, das sind die Gefäße, die auf der Oberfläche vom Gehirn sind. Man muss also, das Gehirn wird nicht angetastet. Das sind die Gefäße, die oben sind oder die in den Furchen an der Gehirnoberfläche sind. Aber man muss nicht ins Gehirn rein. Das heißt, du nimmst von woanders ein Stück Gefäß und verbindest das dann mit einem vorhandenen oder? Es gibt ein Gefäß, was unter der Schläfe hier läuft. Das ist so, wenn man zornig ist, sieht man das bei manchen. Bum, bum, bum. Und dieses Gefäß kann man, das versorgt nur die Haut. Das kann man nehmen und das kann man umklappen. Und dann auf dieses kleine Gefäß im Gehirn aufnähen. Und dann hat man quasi einen Umgehungskreislauf von Blut geschaffen, der normalerweise außerhalb vom Kopf ist und in den Kopf reingeht. Und das reicht schon. Wenn man mehr Blut braucht, dann kann man zum Beispiel ein Gefäß aus dem Arm oder aus dem Bein nehmen. Und das kann man auch verwenden. Aber das ist dann für andere Ursachen. Und dann geht im Kopf wieder alles klar im Idealfall. Ist das langanhaltend die Lösung oder ist das was Kurzweiliges? Das ist langanhaltend. Wenn man Kinder hat, dann kriegen die nicht nur einen Schlaganfall, sondern werden die auch schlecht in der Schule, können sich Dinge nicht mehr merken, entwickeln Epilepsien oder kriegen auch Einblutungen. Und das kann man durch diese Bypass-Operation sehr gut und auch langfristig unter Kontrolle bekommen. Wie viele OPs an einem Tag machst du so circa? Hängt davon ab, wie komplex. Aber in einem Team zusammen, wo ich dann verantwortlich bin, machen wir zwischen 3 und 6, 7 OPs. Wahnsinn. Klingt viel. Klingt viel. Die können ja auch mal länger gehen. Können auch länger gehen, dann sind es halt nur 2 oder 3. Gibt es Operationen, vor denen du sehr viel Respekt hast oder ist mittlerweile alles relativ okay, alles schon mal gemacht? Es gibt wenige Operationen, vor denen ich Angst oder Schiss habe, aber es gibt eigentlich keine Operation, von der ich keinen Respekt habe. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wenn man diesen Respekt nicht hat, dann nimmt man es auf die leichte Schulter und wird schludrig. Und dann ist man nicht mehr in dem Bereich, den du vorher so gelobt hast. Also wir machen viel routiniert, aber es gibt so viele Überraschungen und so viele Unwägbarkeiten. Man muss so viele Plans B und Plans C haben, dass man Respekt braucht. Hast du genug Zeit für die Patienten? Das Problem ist, dass ich häufig an verschiedenen Standorten bin. Die Charité sind ja mehrere Standorte. Das heißt, ich kann nicht an jedem Tag an dem einen Standort sein, wo die Patienten sind. Und die Patienten sind auf die verschiedenen Standorte verteilt. Deswegen ist es wichtig, mit den Patienten vor der Operation alles im Detail oder en Detail zu besprechen, über die Aufklärung hinaus. Und dann versuche ich sie mindestens jeden zweiten Tag zu sehen. Und gerade die Komplexen, wo wir auch vielleicht Probleme gehabt haben, die brauchen besondere Aufmerksamkeit. Und die muss ich halt geben. Und das möchte ich auch gerne so beibehalten, ist wichtig. Und dann kommen die Patienten häufig nach 3 Monaten nochmal zur Kontrolle und dann besprechen wir alles. Also ich versuche das Beste. Ich glaube, ich bin nicht immer perfekt. Es gelingt nicht immer so, wie es sein sollte. Aber in den meisten Fällen gelingt es gut. Und ich habe auch eine gute Mannschaft, die mir hilft. Denkst du manchmal noch über Sachen, die schiefgegangen sind, nach? Oder schaffst du das abzuhaken? Die Sachen, die schief gehen, die versuche ich mir zu merken, weil man daraus was lernen muss. Und wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann werden einem diese Sachen auch Gott sei Dank innerhalb von Bruchteilen von Sekunden häufig gewahr, weil sie einem helfen, aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen.
Emotional gibt es sicherlich auch viele Fälle, die mich dann auch noch berühren. Und wenn ich darüber nachdenke, wenn mich jemand fragt, was waren so die krassesten Fälle, dann gibt es sicherlich so die Top 20, Top 30, die ich nicht vergessen habe. Wer ist Platz 1? Platz 1 war eine junge Kollegin, die ich mal in einem Aneurysma behandelt habe und was mir dann in der Operation in die Ohren geflogen ist und was ich nicht so richtig unter Kontrolle bekommen habe. Da habe ich es nicht wirklich unterschätzt, aber es war etwas, was ich nicht wirklich vorhersehen konnte. Und die hat dann einen schweren Schlaganfall bekommen. Und Jahre später habe ich dann die Schwester wieder getroffen und haben dann gemeinsam die Situation verarbeitet. Krass. Man denkt immer, wenn man, egal in welchem Beruf man ist, da hast du Mist gebaut oder da hast du dem und dem irgendwie was getan, was nicht angebracht gewesen wäre. Aber du bist halt in einem dieser Berufe, scheiße, wenn du Mist baust, hat das halt massive Auswirkungen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Fleischer jemand eine Salami gibt anstatt ein Schinken, was jetzt ein total blödes Beispiel ist, aber du weißt, was ich meine, ist das eine Lappalie, kann man sich ja trotzdem ärgern. Da ist vielleicht sogar der Chef noch so, Mensch, bist du blöde. Aber wie schnell musstest du dir angewöhnen, da einen Haken hinterzumachen? Ich glaube, das ist der Prozess, den man, wenn man in der Ausbildung steckt, zu diesem Beruf lernen muss. Nummer eins ist, wenn man diesen Beruf toll findet und damit beginnt, kann man, glaube ich, nicht ahnen, mit welchen Problemen und welchen Enttäuschungen und welchen schwierigen Situationen man es später zu tun haben wird und welche schwierigen Entscheidungen man treffen muss. Das nächste, was man lernen muss, ist, dass man natürlich diese Komplikationen haben wird, aber man sollte die Situationen auf ein Minimum reduzieren, wo sie aus Nachlässigkeit entstehen oder wo man sich nicht richtig vorbereitet hat. Es wird immer Schwierigkeiten geben, weil die Biologie gegen einen ist, weil man einen Fehler gemacht hat, den man nicht vorhersehen konnte. Aber es sollte nie so sein, dass man leichtfertig gewesen ist oder dass man vielleicht die Indikation oder die Entscheidung zur Operation leichtfertig gestellt hat oder schlecht vorbereitet gewesen ist. Und wenn man diese Sachen abhakt und wenn man diese Sachen als negativ abhaken kann, dann kommt man mit diesen Komplikationen leichter aus. Aber es ist falsch anzunehmen, dass Ärzte Maschinen sind, die dann einfach mal so machen und es abgehakt haben. Und es wäre, glaube ich, auch schlecht für die nächsten Patienten, die kommen, wenn es so wäre. Ist es hilfreich, dass Leute bei Google Antworten finden auf Fragen, die man besser nicht stellt? Oder ist es schon ganz gut, dass die Leute sich vorab informieren können? Was wir sehen ist, dass der Patient, der heute kommt, häufig gut vor aufgeklärt ist. Erstens gibt es das Internet. Zweitens ist es natürlich auch wichtig, und das unterstützen wir auch, dass sich Patienten mehrere Meinungen einholen. Zweite, dritte Meinung. Es bleibt nicht aus, dass man gerade im Internet viele Antworten findet, die nicht immer optimal sind. Aber darin besteht dann auch unsere Aufklärung, das ins rechte Licht zu drücken. Und ich empfinde es als angenehm, dass man einen aufgeklärten Patienten hat und dass es nicht mehr so läuft wie vor 50, 70 Jahren, wo der Chefarzt einfach mal festgelegt hat, was gemacht wird und Patient gehört mir. Stimmt es, dass du mit Leuten sprichst, während du an ihrem Gehirn arbeitest? Ja, das sind die sogenannten Wachoperationen. Das ist für alle eine Belastung. Aber es sind Operationen, worum es um die Sprache geht. Die Sprache ist komplex organisiert. Es gibt Bereiche, die sind für die Sprachproduktion. Es gibt Bereiche, die sind für das Sprachverständnis verantwortlich. Und wenn man in diesen Bereichen operiert, ob es jetzt ein Tumor ist oder ob es eine andere Veränderung ist, dann muss man eben überprüfen, ob der Patient noch sprechen kann. Und man muss diese Bereiche lokalisieren, die für die Sprache wichtig sind. Was sagst du dann? Na, das Erste ist, man macht eine Karte und dann wird der Patient gebeten, Dinge zu benennen. Das ist sehr standardisiert. Und dann weiß man, da darf man nicht rein und dann weiß man, dort ist sicher, da kann man rein. Merkt der Patient das bewusst? Na klar. Oh Gott. Wir haben auch Patienten, die wollen das am Bildschirm sehen, was man mit ihrem Gehirn macht, aber das klingt dann schon ziemlich skurril. Können Sie es bitte bei Instagram live übertragen? Ich hätte da später auch noch Interesse dran. Krass. Aber manchmal unterhält man sich auch über alltägliche Sachen, wenn man dann operiert. Das Gehirn kennt keinen Schmerz. Echt nicht? Nein. Es gab Filme, da wurde das ausgeschlachtet. Okay. Stimmt es, dass du bei Leuten, wenn du sie gehen siehst, sagen kannst, da kommt ein Bandscheibenvorfall auf dich zu? Ich kann bei Leuten, die ich in der Ambulanz sehe und sie kommen den Gang entgegen, mir ein Urteil davon bilden, ob sie jetzt irgendeine Lähmung haben, Schmerzen haben und was die Ursache sein kann. Ich kann aber nicht vorhersagen, ob jemand morgen einen Schlaganfall oder einen Bandscheibenvorfall bekommen wird. Schaffst du es bei Freunden und Verwandten, den Arzt auszuschalten oder ist der immer präsent? Ich schaffe es auszuschalten. Krass. Ich schaffe es auch, Freunde oder Verwandte zu behandeln, wenn es sein muss. Oha.
Gab es da Momente, bei denen du gesagt hättest, oh, ich wünschte, ich müsste das nicht so finden oder empfinden? Ich finde es eine Verantwortung. Wenn man von sich selber denkt, dass man irgendwas gut kann oder der Größte ist, dann will man seinen Freunden das nicht vorenthalten, wenn sie Hilfe brauchen. Also ich bin froh, dass ich es kann. Und wenn du neue Leute kennenlernst und die sagen, Peter, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Was sagst du? Dass ich Arzt bin. Das genügt den Leuten als Antwort? Wenn sie nachfragen, dann gehe ich ins Detail, aber mich interessiert mehr, was die machen. Wie genießt du deine Freizeit? Erstens Familie, zweitens mache ich viel Sport, spiele Tennis und ab und zu lese ich vielleicht auch noch mal ein Buch. Sachbücher oder Fiktion? Zuletzt ein Sachbuch. Welches denn? Autobiografie von Andre Agassi. Ja gut, das macht Sinn, wenn du Tennis als Hobby hast. Es ging aber eher darum, über den Autor, der ein toller Autor ist. Ich wollte mal sehen, wie das ist, wenn jemand über jemand anderen schreibt. Meinst du, es wird irgendwann ein Buch über dich geben? Mal sehen, weiß ich nicht. Aber ich hoffe vielleicht über die Arbeit, die ich mache. Und hoffentlich ein gutes. Hoffentlich ein gutes. Peter, vielen Dank, dass du da warst. Danke.